So ihr Lieben, es gibt geile News und wenn ich sage geile News, meine ich wirklich unfassbar geile News. Also die News jetzt hier in dem Video sind so geil, dass ihr leider eventuell auf das nächste Was-wäre-wenn-Video noch einen Tag länger warten müsst. Ja, ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt unbedingt darüber reden, denn es gibt neue Infos, neue Leaks und neue Ankündigungen. Zum einen zur kommenden Jurassic World Serie, Jurassic World The Chaos Theory oder einfach nur Chaos Theory, die ja nächstes Jahr erscheinen soll. Ich meine sogar Ende nächsten Jahres wäre schon irgendwie bekannt gegeben. Auf jeden Fall 2024 soll die Animationsserie auf Netflix starten. Und wir hatten bereits in einem anderen Video schon mal drüber gesprochen. Das habe ich dir mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir so die ersten grundlegenden Dinge mal bequatscht, die wir schon wussten und von denen wir ausgehen konnten. Jetzt allerdings haben wir weitere Infos bekommen. Die Story wurde nun geleakt. Und das Interessante dabei ist nun wirklich, dass der Leak auf Twitter, und ja, ich sag immer noch Twitter, hat sogar einfach einen Like von Netflix selbst bekommen. Ja, da kann man natürlich auch davon ausgehen, dass Netflix sich einfach gedacht hat, ja, glaubt ihr das mal nur? Nee, aber ich glaube wirklich, dass dieser Leak total ins Schwarze treffen könnte. Und tatsächlich, ja, irgendwie ist es ja inzwischen so, dass die meisten Leaks irgendwie fast immer stimmen, also wenn sie halt nicht ganz irgendwie von irgendwo hergegriffen sind. Aber ich meine, die Leaks über Jurassic World Dominion waren richtig, die gesamten Leaks über Godzilla vs. Kong damals waren richtig, die gesamten Leaks über Godzilla x Kong scheinen sich nun auch zu bewahrheiten. Also ich sag ganz klar, ja, Achtung, Spoilerwarnung, wir sprechen jetzt hier über die Story, die mögliche Story von Jurassic World The Chaos Theory. Wie bei jedem Leak kann das aber auch einfach alles kompletter Bullshit sein. Ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, es könnte wirklich stimmen und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Leak hier wirklich stimmt, ist so ungefähr bei 70-30%. Und ja, der Titel hier ist kein Clickbait, tatsächlich scheint sich Netflix hier ein bisschen verquatscht zu haben, was denn wirklich den Kinostart der neuen Jurassic World Trilogie angeht. Und ja, ich rede jetzt hier wirklich von Jurassic World Trilogie. Immer wieder habe ich ja erwähnt, dass ich glaube, dass Jurassic einfach einen neuen Titel bekommen sollte. Warum das jetzt aber scheinbar nicht mehr so ist und warum es wahrscheinlich einfach mit Jurassic World weitergeht, das und noch viel mehr bequatschen wir jetzt hier in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr interessant. Also ihr Lieben, wir beginnen jetzt einfach mal hier in diesem Video die gesamten Leaks zu bearbeiten. Zum einen erst nochmal, um Revue passieren zu lassen, was wir denn bisher schon wussten. Und dann gehen wir einfach dahin über, dass ich euch erzähle, was jetzt wirklich neu offiziell bekannt gegeben wurde. Und ganz zum Schluss sprechen wir dann darüber, wie sich Netflix jetzt wirklich verquatscht hat und warum wir sehr wahrscheinlich ein Erscheinungsjahr des nächsten Jurassic World Kinofilms bekommen haben. Jurassic World Chaos Theory wird 2024 erscheinen und Darius wird erneut eine Rolle spielen. So viel wussten wir im Endeffekt ja schon und das Interessante an der ganzen Nummer ist damals gewesen, dass Darius wohl doch wieder mit dabei sein sollte und es wurde ja lange Zeit immer von einer Sydney gesprochen, von der hören wir inzwischen gar nichts mehr. Darius wird auf jeden Fall eine Rolle spielen und ja, man kann Chaos Theory als eine Art von Sequel zu den Camp Cretaceous Abenteuern der Netflix-Serie zählen. Also quasi eine Fortsetzung zu dem, was eben auf Netflix schon gezeigt wurde. Ganz kurzer Side-Fact, der mich aber auch sehr gefreut hat, ist, dass Netflix selber zugegeben hat, dass Camp Cretaceous Staffel 4 und 5 nicht so das Gelbe vom Ei waren. Und ja, die waren schon ziemlich kacke gewesen, die beiden Staffeln. Und so viel einfach nur mal am Rande, das haben die jetzt sogar selber eingesehen. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich in der neuen Animationsserie keine komischen Roboter oder unsichtbaren Häuser mehr sehen. Die Serie Jurassic World Chaos Theory soll einen kleinen Zeitsprung beinhalten und nicht direkt nach den Ereignissen von Teil 5 anknüpfen. Erinnern wir uns nochmal daran, was wir in Teil 5 gesehen haben. Zum Schluss hat Darius mitbekommen, dass ein Brachiosaurus an seinem Zimmerfenster lang gelaufen ist und das Ganze hat offiziell kurz nach dem Ausbruch der Dinosaurier aus dem Lockwood-Anwesen gespielt. Das erfahren wir auch dadurch, dass Brooklyn nochmal ganz kurz bei Darius per Videochat anruft und ihm eben mitteilt, ja, sie hat mitbekommen, dass irgendetwas im Lockwood-Anwesen vor sich geht. Gerüchten zufolge soll die Serie um den Zeitraum von 2021 und 2022 spielen und somit auch direkt in den Ereignissen von Jurassic World Dominion münden. Denn Jurassic World Dominion spielt
spielt im Jahr 2022. Das Ganze wurde ebenfalls kanonisch bestätigt. Der Film wurde ja quasi um ein Jahr nach hinten verschoben und somit dann eben aber auch das Jahr, in welchem der Film eben in der Originalhandlung spielen soll. Und jetzt wird's interessant, zumindest das allererste Mal interessant, ich werde das jetzt hier in dem Video definitiv öfter sagen, das Charakterraster der offiziell bestätigten Figuren wurde nun offiziell erweitert. Sowohl Kenji als aber auch Brooklyn werden eine große Rolle spielen. Bei Kenji muss ich sagen, es macht irgendwie Sinn, da Kenji ja dann auch bei Darius und seiner Familie mitgelebt hat. Der wurde, glaube ich, sogar adoptiert, kann das sein, weil sein Vater ja so der Oberkriminelle der ganzen Geschichte gewesen ist. Und das macht irgendwie auch Sinn. Und Brooklyn wird mitunter ebenfalls eine extrem große Rolle spielen. Da könnte man jetzt sagen, ja, macht ja auch Sinn wegen Brooklyn und Kenji, dem ganzen Relationship-Ding bei den beiden. Aber das wird nochmal eine ganz andere Liga spielen und wir kommen gleich darauf zu sprechen, was das wirklich bedeutet. Netflix hat ebenfalls angekündigt, dass wir erstes Bildmaterial zur neuen Serie zwischen dem 6. und dem 12. November erwarten können. Denn da hat Netflix eine eigenständige, also das Ding heißt die Geek Week 2023. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze sowas sein soll wie eine Netflix-Con oder ob das einfach wie so eine Pressekonferenz sein wird, wo quasi neue Projekte angekündigt werden. Ich glaube aber eher Zweiteres ist dabei der Fall. Und das Ganze wird sich eben vom 6. bis zum 12. November erstrecken. Und irgendwann in diesem Zeitraum werden wir neue Infos und auch erste Bilder zu Jurassic World Chaos Theory bekommen. Man könnte davon ausgehen, dass wir eventuell auch schon einen kleinen Teaser bekommen, aber für einen richtigen Trailer wird das noch zu früh sein. Obwohl, wenn die Serie nächstes Jahr sogar im Sommer erscheinen soll, also Sommer 2024, dann könnte sogar ein richtiger Trailer jetzt schon passieren. Lassen wir uns einfach mal überraschen, auf jeden Fall vormerken, vom 6. bis zum 12. November. Kommen wir nun also zu den Story-Leaks. Ich muss halt hier wieder mal eine Spoilerwarnung aussprechen, für den Fall, dass dieser Leak erneut voll ins Schwarze trifft. Und ich finde, die Geschichte hier hört sich einfach sehr sinnvoll an, wenn wir uns überlegen, dass das Ganze ja eine Fortsetzung sein soll zu Camp Cretaceous. Folgendes wurde hier geleakt. Die Camper sind inzwischen überall auf der Welt verstreut und haben ihr eigenes Leben weiter fortgeführt. Brooklyn und eine Gruppe von Aktivisten versuchen herauszufinden, was genau im Lockwood-Anwesen passiert ist. Dieses Anwesen sei von der Regierung abgeriegelt worden und hat somit Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aufgrund eines Vorfalls, welcher sich mit Brooklyn im Anwesen ereignen soll, werden Kenji und Darius auf den Plan gerufen, um Brooklyn zu retten. Okay, hier müssen wir ganz kurz einhaken. Das hört sich schon sehr realistisch an, denn wir dürfen nicht vergessen, auch Brooklyn hat ja am Ende von Camp Cretaceous erwähnt, dass sie schon irgendwie beim Lockwood-Anwesen was mitbekommen hätte. Es würde irgendwie Sinn machen, dass die Dinosaurier sich jetzt nach und nach auf der gesamten Welt verbreiten. Biosyn sollte übrigens auch nicht unbemerkt bleiben, also die werden in der Serie nicht ignoriert. Möglicherweise wäre das dann die Geschichte, dass Brooklyn aufgrund dessen, dass nun sehr viel passiert, auch mit diesen komischen Heuschrecken, dass sie dann eben herausfinden möchte, wie das überhaupt passieren konnte, dass Dinosaurier weltweit nun ja leben. Und das zieht sie anscheinend zum Lockwood-Anwesen, wo etwas passiert, was dafür sorgt, dass Darius und Kenji sie retten müssen. Und erinnern wir uns nochmal ganz kurz, was ursprünglich der allererste Leak war, den wir gehört haben, von der neuen Animationsserie, noch bevor der Titel überhaupt preisgegeben wurde, dass eine Figur namens Sydney bei einem Vorfall in der Nähe des Lockwood-Anwesens einen Arm verliert. Das war ursprünglich die Idee einer Geschichte. Sydney wird nun aber anscheinend komplett rausgenommen, zumindest wurde von dieser Sydney nie wieder irgendetwas erwähnt. Wäre es möglich, und das wäre wirklich extrem krass, dass Brooklyn diese Rolle von Sydney einnimmt? Würde man diesen Weg wirklich gehen? Ich meine, es ist immer noch eine Kinderserie, die nun aber auch anscheinend eher für junge Heranwachsende nun produziert wird, quasi, dass man selber mit den Helden von Camp Cretaceous mit heranwächst. Wäre eine Geschichte wie diese nicht dann schon irgendwo krass, aber auch einfach, naja, konsequent durchgezogen, dass man wirklich etwas passiert, wo man eben dann auch mitfiebert. Könnte Brooklyn wirklich bei einem Vorfall im Lockwood-Anwesen ihren Arm verlieren? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Ebenfalls wird hier erneut, wie auch in allen anderen Leaks, von einer Kreatur gesprochen. Und ey, Lockwood-Anwesen, Kreatur, irgendwie komme ich da gerade wieder auf den Indoraptor zu denken. Ich glaube allerdings, sie werden den Indoraptor nicht mehr wiederbeleben, aus einem ganz einfachen Grund. Merchandise. Ja,
Jahr. Ein neuer Hybrid, der eventuell eingeführt werden könnte, wird natürlich wesentlich mehr Merchandise verkaufen, als wenn man einfach einen alten Hybriden wieder zurückholt. Naja, den gab es eben schon als Merchandise. Und so muss man eben auch mitdenken und so wird auch eben Hollywood und Universal und auch Netflix mitdenken. Deswegen, wenn wir einen Hybriden bekommen werden, dann wahrscheinlich eher einen neuen. Generell die Umgebung rund um das Lockwood-Anwesen soll einen essentiellen Teil der Handlung spielen. Wir befinden uns also hauptsächlich im Wald der Big Rock Mountains, richtig gehört, Big Rock Mountains, in welchem auch der Kurzfilm Battle at Big Rock spielt. Und auch hier gibt es erste Theorien. Ich hatte euch auch schon erzählt, dass wir nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, die ersten Spielfiguren zur neuen Serie erhalten werden. Unter anderem war da auch ein Allosaurus mit dabei. Und erste Gerüchte behaupten auch, dass das derselbe Allosaurus sein soll, wie der, den wir eben in Battle at Big Rock zu sehen bekommen. Das heißt, die Serie beginnt tatsächlich schon relativ nah an den Ereignissen von Jurassic World Dominion ran. Und das wird gleich nochmal sehr wichtig werden, wenn wir auf das Thema zu sprechen kommen, warum uns die Serie das Erscheinungsdatum der neuen Kinofilme ankündigt. Da die Dinosaurier bereits überall rund um das Lockwood-Anwesen frei herumlaufen und sich eben auch, wie wir in dem einen Radio hören konnten, in Battle at Big Rock, gerade in den Big Rocks ausgebreitet haben, werden sowohl Brooklyn als aber auch Kenji und Darius auf zahlreiche Dinosaurier treffen. Ich habe euch hier mal kurz eingeblendet, welche da scheinbar auftauchen sollen. Ich habe euch jetzt mal hier ganz kurz auch die Namen mit dazu eingeblendet. Die werden wir anscheinend neu eingeführt bekommen in dieser Serie. Das heißt, das werden nicht die einzigen sein, schätze ich jetzt mal, aber die sind bisher einfach im Gespräch. Ich würde es noch gar nicht offiziell bestätigt nennen, weil davon wurde natürlich noch nichts von Netflix offiziell bestätigt, außer eben der komische Like, den sie für ihren Leak eben auf Twitter bekommen haben. Ebenfalls wurde bereits der Gedanke geäußert, dass bekannte Figuren wie Macy, Owen oder auch Claire in der Serie vorkommen könnten. Und das wäre nicht das erste Mal, dass wir wirklich eine animierte Variante von Figuren sehen, die wir bereits auch aus den Realverfilmungen kannten. Ich meine, Dr. Henry Wu kennen wir zum einen im original menschlichen Design aus den Realverfilmungen und eben auch als animierte Figur. Ebenfalls Louis Dodgson wurde ja auch wieder zurückgebracht in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5. Der Grund für dieses Gerücht ist ganz einfach der, dass die Schauspielerin von Macy selbst bereits in den Netflix Studios bestimmte Audioaufnahmen aufgenommen hat und naja, sie haben aber eben nur ihren Ton dafür gebraucht. Also quasi so, als würde man ihre Audioaufnahme für irgendwie eine animierte Figur benutzen. Es kann natürlich auch sein, dass das für irgendeine andere Rolle sein könnte, aber irgendwie glaube ich ja. Die Serie ist gerade mitten in der Produktion und es würde schon wirklich Sinn machen, dass wir von Macy irgendwie mehr mitbekommen. Was mich sehr freuen würde, Owen und Claire brauche ich halt wirklich nicht mehr. Die sind für mich auserzählt, die beiden, die haben nie eine wirkliche Geschichte gehabt. Die Geschichte von Macy allerdings, das wäre schon wirklich krass, wenn sie einfach Macy jetzt als animierte Figur mit in die Geschichte einbauen würden und sie vielleicht nicht einmal mehr nur eine Nebenhandlung bekommen würde, sondern vielleicht noch einen größeren Hauptteil in der ganzen Nummer. Da müsste man eben mal abwarten, weil, naja, wir befinden uns ja immer noch vor den Ereignissen von Jurassic World Dominion, aber auch da reden wir gleich nochmal drüber. Gerüchten zufolge spielt Netflix ebenfalls mit dem Gedanken, Chaos Theory auf 5 Staffeln zu strecken. Und ja, ich sag hier wirklich strecken, weil ich habe mir zuallererst überlegt, okay, ihr spielt jetzt, oder die ganze Geschichte spielt zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3. Wie zum Teufel wollt ihr dann da 5 Staffeln reinknallen, wenn die erste Staffel ja möglicherweise auch schon zum Zeitpunkt von Battle at Big Rock, also kurz vor Dominion, spielt? Und jetzt kommen wir hier zu dem Punkt, wo Netflix sich ein bisschen verquatscht hat. Und zwar wurde jetzt offiziell bestätigt, dass Jurassic World The Chaos Theory Staffel 1 eine Brücke schlagen soll von Jurassic World Fallen Kingdom zu Jurassic World Dominion. Staffel 2 soll dann erst die nächste Brücke schlagen. Mehr wurde hier nicht gesagt, aber mal ganz ehrlich, die nächste Brücke wohin schlagen? Und ja, diese ganzen Animationsserien spielen in der Regel immer zwischen 2 Filmen oder eben auch parallel zu 2 Filmen. Wenn Staffel 1 allerdings schon die Ereignisse von Jurassic World Dominion mit aufgreifen sollte, was ja auch eine Theorie ist, da das Ganze eben im selben Jahr spielt wie auch Jurassic World Dominion, würde dann die nächste Staffel, also Staffel 2 von Chaos Theory, die Geschichte nach Dominion fortsetzen. Das heißt, ja, tatsächlich wäre dann die nächste große Geschichte, die wir eben haben, die uns chronologisch nach Jurassic World Dominion erwartet, die Animationsserie werden, und zwar Jurassic World Chaos Theory Staffel 2. Diese Brücke, die nun geschlagen wird, könnte dann
zu den neuen Jurassic World Kinofilmen führen. Das heißt, ja, es wurde ja ganz klar gesagt, dass diese zweite Staffel wieder eine Brücke werden könnte. Und sie werden nicht einfach sagen, eine Brücke zur Staffel 3. Das wäre natürlich Bullshit. Eine Brücke baust du in der Regel in diesen Serienformen ja immer von Film A zu Film B. Genauso wie auch die Serie Monarch, Legacy of Monsters. Eine Brücke ist von Godzilla 2014 zu Godzilla King of the Monsters. Wenn wir uns nun die Daten also mal rausnehmen und drüber nachdenken, wie das Ganze ablaufen könnte, naja, 2024 bekommen wir nun also offiziell bestätigt die Serie Jurassic World Chaos Theory. Und ich würde mal davon ausgehen, dass Staffel 2 dann noch ungefähr 2 Jahre auf sich warten lässt. Ich glaube, das Ganze wird nicht jährlich erscheinen. Vielleicht irre ich mich hier auch. Ich gehe aber erstmal vom Negativen aus, dass wir wirklich 2 Jahre auf Staffel 2 warten müssen. In diesem Fall wäre Staffel 2 im Jahr 2026 draußen und könnte dann eben eine Brücke zum nächsten Jurassic World Film schlagen. Das heißt, dieser Film würde nach dieser Zeitrechnung, die ich jetzt hier aufstelle, entweder wirklich auch 2026 erscheinen oder eben auch 2027. Jetzt könnte man auch sagen, ja, aber diese ganze Filmtheorie, die holst du dir jetzt doch irgendwo her, und nein, weil man ebenfalls darauf eingegangen ist, dass Universal und Netflix ganz stark miteinander arbeiten, dass Universal sogar in Betracht zieht, den Titel Jurassic World weiter beizubehalten. Das heißt, dass die ganze Planung zum neuen Jurassic-Franchise ist bereits in vollem Gange. Netflix und Universal arbeiten zusammen. Es wird bereits von einer Brücke gesprochen, die Staffel 2 einschlagen soll zu scheinbar einem neuen Film. Warum sollten die beiden denn sonst so dick miteinander zusammenarbeiten? Und die Gerüchte behaupten übrigens auch noch, dass die Atrociraptoren Rolle spielen sollen. Dazu gibt es allerdings dann nicht mehr Ausführungen, das wurde eben einfach nur so behauptet. Und ich muss sagen, das alles hört sich dann doch schon sehr realistisch an. Uns bleibt jetzt allerdings nichts anderes übrig, als erstmal abzuwarten bis November. Vom 6. bis zum 12. Vielleicht erfahren wir dann mehr, vielleicht bekommen wir auch dann ein großes Konzept einer neuen Timeline, wie das Ganze jetzt eben weitergehen soll. Das wäre natürlich ein gewaltiges Announcement, aber zumindest können wir uns dann da schon mal auf erste Infos zu Jurassic World Chaos Theory freuen. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was hältst du von diesen Leaks der oder angeblichen Leaks der Story von Jurassic World Chaos Theory? Würdest du es cool finden, wenn das Ganze wirklich so eintreffen würde? Oder bist du der Meinung, nö, hätte ich eigentlich nicht wirklich gebraucht? Und was sagst du zu meiner Theorie, dass Netflix sich hier ein bisschen verschwätzt hat, dass wir tatsächlich den ersten Aufbau von einem neuen Jurassic World Film mitbekommen? Schreib mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Was-wäre-wenn-Video und ja, sieh eben zu, dass ihr das dann auch zeitig bekommt. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.